Heute tauchen wir tief in die Geschichte des BMW Sauber F1 Teams ein. Ein Team, das in den späten 2000er Jahren für viele Schlagzeilen sorgte. Vom Aufstieg über Höhepunkte bis hin zum überraschenden Ende des BMW Sauber Teams. Wir werden uns alles anschauen, was wirklich wichtig ist. Also schneidet rein und ich würde sagen, lass uns loslegen. BMW hat bereits eine lange Motorsport-Tradition und in den 1970er Jahren hatten sie als Motorenlieferant große Erfolge mit Williams und Brabham gefeiert. Doch zum 1. Januar 2006 entschied sich der deutsche Automobilhersteller, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie übernahmen das Schweizer Team Sauber und gründeten das BMW Sauber F1 Team. Peter Sauber, der Gründer des Teams, blieb als Berater tätig. Der Fokus lag klar auf einer langfristigen Strategie, Entwicklung von konkurrenzfähigen Autos und dem Aufbau eines starken Formel 1 Teams, um in die Spitze der Formel 1 vorzudringen. 2006 trat das BMW Sauber Team dann zum allerersten Mal mit Nick Heidfeld und Jacques Villeneuve als Fahrern. Doch der Letztere wurde tatsächlich nach einigen Rennen schon ersetzt durch einen jungen Robert Kubica. Das Auto war nicht unbedingt spektakulär, aber es war ein solides Debüt vom Team. Ja, es befand sich ja alles irgendwie noch so ein bisschen in der Aufbauphase, deswegen das Jahr 2006 sollte man jetzt nicht unbedingt zu krass bewerten. Doch Robert Kubica machte direkt auf sich aufmerksam und holte in seinem ersten Rennen für das Team den 7. Platz, was damals wirklich sehr, sehr stark war. Also es war nicht so, dass die ersten 10 Punkte bekommen hat, das war damals noch ein bisschen anders. Am Ende des Jahres landete BMW Sauber auf dem 5. Platz in der Konstrukteurswertung. Wirklich ein solides Ergebnis für ein neues Team, aber es sollte natürlich in den nächsten Jahren dann weiter nach oben gehen. 2007 wurde das Team dann weiter verstärkt mit einem neuen Autohöchsten natürlich und einer verbesserten Partnerschaft mit Petronas. Gelang es BMW Sauber, sich als ernsthafter Konkurrent im Mittelfeld zu etablieren. Nick Heidfeld sicherte sich beim Großen Preis von Kanada in Montreal das erste Podium des Teams mit einem beeindruckenden 2. Platz. Und das Team beendete 2007 sensationell den 2. Platz in der Konstrukteurswertung, nachdem McLaren wegen der Spionageaffäre disqualifiziert wurde. Also man wäre, wenn McLaren noch dabei gewesen wäre, wäre man aber trotzdem starker 3. geworden. Diese Platzierung zeigte, dass BMW Sauber das Potenzial hatte, oben langfristig mitzuspielen. Ja, und 2008 war das Jahr, in dem BMW Sauber endlich ganz oben auf dem Podium stand. Beim Großen Preis von Kanada erlebten die Fans einen historischen Moment, der sich dann aber auch leider nicht wiederholen sollte. Robert Kubica gewann das Rennen und Nick Heidfeld wurde 2. Ein Doppelsieg für das BMW Sauber Team. Kubica übernahm sogar die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft nach diesem Rennen. Es schien, als hätte BMW Sauber das Zeug, die Meisterschaft zu gewinnen. Doch nach diesem Rennen oder ungefähr dem Zeitraum entschied sich BMW, die Ressourcen auf die Entwicklung des nächsten Jahres zu konzentrieren und das aktuelle Auto nicht weiterzuentwickeln. Dadurch verlor das Team an Boden und beendete die Saison auf dem 3. Platz in der Konstrukteurswertung. Kubica wurde 4. in der Fahrerwertung, was ein sehr, sehr starkes Ergebnis war. Aber viele Fans kritisierten BMW für diese Entscheidung, da sie den vielleicht besten Moment des Teams in der Formel 1 irgendwie verpassten. 2009 sollte ein weiteres großes Jahr für BMW Sauber werden. Doch stattdessen kam es zu größeren Problemen. Die neuen Regeländerungen, darunter die Einführung des KERS-Systems, waren eine Herausforderung. BMW Sauber entschied sich, KERS einzusetzen, was sich jedoch als kompliziert und unzuverlässig herausstellte.
Das Auto war im Vergleich zur Konkurrenz schlichtweg nicht wettbewerbsfähig. Nach dem verheißungsvollen Beginn 2008 fiel das Team weiter ins Mittelfeld zurück. In diesen Jahren gelang es dem Team nur wenige Male in die Punkte zu fahren und wirklich richtig krass zu glänzen. Sie beenden die Saison auf einem enttäuschenden 6. Platz in der Konstrukteurswertung. Im Juli 2009 kündigte BMW an, dass sie sich zum Ende der Saison aus der Formel 1 zurückziehen würden. Die Gründe waren vielfältig. BMW war mit den Ergebnissen unzufrieden. Ja, man könnte jetzt meinen, es war nur eine Saison, und ich persönlich verstehe diese Entscheidung oder diesen Punkt auch nicht so richtig, denn jeder hat mal eine schlechte Saison. Aber auch wirtschaftliche Überlegungen spielten eine große Rolle, da das Unternehmen seine Ressourcen auf nachhaltigere Technologien konzentrieren wollte. Auch diesen Punkt, muss ich ehrlicherweise sagen, verstehe ich nicht so ganz. Aber Peter Sauber versuchte, das Team zurückzukaufen, und nach langen Verhandlungen sicherte er sich die Mehrheit des Teams. Das Team kehrte 2010 als Sauber F1-Team in die Formel 1 zurück, allerdings ohne die Unterstützung von BMW. Damit endete das Kapitel BMW Sauber in der Formel 1. Obwohl das BMW Sauber-Team nur 4 Jahre in der Formel 1 aktiv war, hinterließ es einen wirklich bleibenden Eindruck. Der Sieg in Kanada, die talentierten Fahrer wie Robert Kubica und Nick Heidfeld, die Fähigkeit, sich schnell als Wettbewerber zu etablieren, all das zeigt, welches Potenzial das Team eigentlich hat. Und viele Fans fragen sich heute noch, was wäre denn passiert, wenn BMW in der Formel 1 geblieben wäre. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht, könnt ihr sehr gerne abchecken. Auf dem i ist das Video natürlich verlinkt. Vielleicht hätte es BMW Sauber sogar an die Weltspitze schaffen können. Aber manchmal ist es eben so im Motorsport, alles kann sich in nur einem Moment verändern.